Ich bin heute beim Traian Moldovan und der Traian Moldovan hat die Firma TM Raps gegründet. Das TM steht für Traian Moldovan. Traian Moldovan. Und für mich halt ein ganz besonderer Tag, weil der Traian hat heuer 2019 die Rap Masters auf der Vespa gewonnen. Also das sind die Car-Rapping-Weltmeisterschaften und es wird jedes Jahr in einem anderen Land auch die Vespa veranstaltet und dort passieren dann auch in dem Land die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft, also für den Rap Masters Contest. Richtig, richtig. Okay. Und muss man auch sagen, nur die erste drei Plätze können dann weitergehen zu die Endrunde, sagen wir so, okay. Zu die Finale, zu die Weltmeisterschaft. Das heißt, es gibt in jedem Land dann die Qualifikationen und die besten drei dieser Länderqualifikationen dürfen dann entsprechend zu den Rap Masters, zur Weltmeisterschaft und aber daran teilnehmen. Ich kann das ehrlich das nur Sie empfehlen. Anmelden. Ja. Empfehlen, einmal dort zu gehen, weil was lernt man von den anderen Verlierern weltweit? Mhm. Es ist, bringt eigentlich viel. In unserer täglichen Arbeit, also du findest die kleinen Tricks, welche hatte ich für ein Jahr, zwei Jahre, sogar drei Jahre, in meinem Fall, hat ein kleiner Trick gefällt. Mhm. Und ja, das spart schon viel Zeit. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, was der Traian anspricht, ist die Vernetzung und die regelmäßige Weiterbildung, was wir mit der Rap Academy machen möchten und was der Traian mit seinen Treffen weltweit, und er vernetzt sich ja wirklich weltweit mit Fahrzeugfolierern, mit Carrappern, und entsprechend sind es diese oft Kleinigkeiten, oder? Kleinigkeiten. Es sind oft nur kleine Tipps, wo man sagt, wow, um Gottes Willen, warum habe ich das nicht vorher schon bedacht? Und dann gehen Sachen entweder schneller oder mit höherer Qualität. Oder und sobald du die kleinen Tricks merkst, dann sagst du, okay, das war schon einfach, warum habe ich das nicht gedacht? Ja, eben, es sind aber eben genau diese Kleinigkeiten, wo man sich dann im Nachhinein denkt, um Gottes Willen, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Genau. Und warum habe ich das nicht schon längst so umgesetzt? Du hast dich in Europa qualifiziert. Wo warst du zur Qualifikation für die also Rap Masters? Also die Vespa in Europa, die Rap Masters, betrifft zwei. Also die ersten zwei Tage sind die Qualifikation und die Europameisterschaft. Mhm. Und die letzten zwei Tage dann ist die Weltmeisterschaft. Okay, das heißt, du hast alles in einem Aufwasch gemacht sozusagen. Genau, nachdem du quasi teilgenommen hast in Europa und die Meisterschaft in Europa waren, hast du Europameisterschaft und Qualifikation für die Masters und die Masters dann im Endeffekt gleich mitgemacht. Und mit das habe ich, sag mal so, habe ich ein bisschen Geld gespart, ja, weil ich habe nicht noch mehr eine Reise machen müssen. Klar, musst du jetzt erst nach Mexiko fliegen oder ich weiß nicht, nach Hongkong oder sonst irgendwas und dann die Masters in Europa bestreiten. Viele in der letzten Zeit machen diesen Schritt so, die kommen zu die Europa, dass die qualifizieren automatisch für die Welt und die sparen einen Trip. Klar. Sind die Masters eigentlich immer in Europa oder sind die... Die Finale ist immer in Europa. Finale ist immer in Europa. Immer in Europa. Das heißt, es macht sogar Sinn, die Qualifikation auch in Europa zu machen. Kann ich theoretisch, auch wenn ich aus Mexiko bin, aus Hongkong oder wo auch immer, Qualifikation, die Europa-Qualifikation machen? Sicher. Also ich muss mich nicht qualifizieren in dem Land, in dem ich einen Shop habe oder foliere, sondern zum Beispiel, kann mir das Land aussuchen. Dieses Jahr waren von Mexiko ein paar Teilnehmer in die Europa-Meisterschaft. Und voriges Jahr, das waren Mexiko, das war USA, also die haben sich alle gesammelt zu den letzten Stopp, sagen wir so. Ja. Was ja auch Sinn macht, und du hast es ja auch angesprochen, sich zu qualifizieren und dann gleich weitermachen. Was ja durchaus Sinn macht, sich zu qualifizieren und dann entsprechend gleich das durchzuziehen und zu den Masters zu gehen, weil du entsprechend schon quasi im Flow bist und im Rhythmus, du kennst das Fahrzeug, du kennst die Folie, du kennst die Juroren. Wer will das machen? Ein Tipp ist, die ersten zwei Tage in Europa und dann die zweite, wenn man schafft, zu die Finale. Mhm. Dann hast du ein bisschen üben. Mhm. Na klar, weil sonst mache ich die Qualifikation und einige Monate später, vielleicht auch noch in einem fremden Land, dann entsprechend die fremde Land, anderes Auto, anderes Material kann sein. Okay. Also es ist nicht immer dasselbe Hersteller und dasselbe Material, das verklebt wird. Es ist immer dieselbe Hersteller, aber das Material ist unterschiedlich. Ah, okay, das ist fies eigentlich. Genau. Okay. Was ich so spannend finde am Traian, nicht nur, dass du Weltmeister geworden bist, also Car-Rapping-Weltmeister heuer, du verlierst erst seit? 6 Jahren. Und da darf man wirklich sagen, erst seit 6 Jahren, weil man könnte davon ausgehen, dass man quasi zum weltmeisterlichen Folierer mehr braucht als 6 Jahre. Was ich ganz nett finden würde, erzähl uns doch kurz die Geschichte, wie du zum Folieren gekommen bist, beziehungsweise wie du nach Wien gekommen bist.
Also, fangen wir an. Ich bin in Wien gekommen, sag mal so, wir haben gestoppt zum Einkaufen. Und wir haben ein folierte Auto gesehen, wir wollten die Auto folieren. Wir waren zu zweit damals und wir haben gesagt, wir wollen das machen. Mhm. Also, das war so viel Liebe. Zu mir hat er gesagt, ich gehe hier nicht weg, solange mein Auto nicht foliert ist. Das stimmt, das stimmt. Das war offensichtlich wirklich genau quasi sowas. Liebe auf den ersten Blick zu folierten Fahrzeugen. Das war 2012, 2013? 2013, September 2013. Okay. Also die sind noch nicht 6 Jahre. Ja, okay. Erst in 2 Monaten. Mhm. Und ich habe diese Branche gesehen, ich habe mich in Folien verliebt. Wahrscheinlich deswegen habe ich so schnell gelernt. Ja. Und sobald hast du ein Interesse in etwas und machst du das gern, ist ein bisschen leichter. Und du hast davor ja nicht foliert, also du hast davor noch keine Folie, noch keinen Cutter, noch keine Rakel in der Hand gehabt. Okay, Cutter habe ich schon gehabt. Ja, aber zum Rasieren vielleicht oder so. Oder das wahrscheinlich für Kartons aufmachen. Ja, okay, alles klar. Aber das heißt, sonst nicht. Keine Erfahrung im Carwrapping, wie du nach Wien gekommen bist. Nein. Und auch sprachlich im Prinzip die Sprache nicht gesprochen. Die Sprache überhaupt nicht gesprochen. Okay. Also ich habe 3 Wörter gewusst, guten Morgen, gute Nacht. Ja. Und immerhin, das ist mehr, als ich auf Rumänisch kann. Aber vielleicht am Ende dieser 3 Tage beim Dreiern kann ich diese 3 Wörter auf Rumänisch, die du damals auf Deutsch konntest. Okay. Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Du hast aber das eigene Fahrzeug dann damals an dem Tag, wo ihr shoppen wart in Wien, nicht folieren lassen, sondern du bist direkt zum nächsten Folierer sozusagen und gesagt, hey, ich mag bei dir folieren, ich mag das Folieren lernen. Oder wie war das? Etwas sowas wie mein Freund, welcher war mit mir, er hat Scheibentüningen gemacht. Ja, okay. Und er hat Scheibentüningen, ich habe ihm geholfen. Aber er hat die Scheibentüningen schon in Wien gemacht? Ja, er hat in Wien gemacht. Okay. Aber mir war irgendwie in die Richtung Karepfolie. Ich war so begeistert, dann habe ich gesehen, dass ein Auto fährt silber rein und nach 2,5, 3 Tage Auto fährt schwarz raus. Beim Dreiern 1,5, 2 Tage. So in etwa. Aber okay. Wenn alles gut läuft und kann auch schneller gehen. Ja, okay. Also es kann auch in einem Tag sein. Es kann auch in einem Tag, aber dann muss ich 3 T-Shirts wechseln in Schwyz und keine Mittagspause. Dann gleitet die Rakel zumindest an. Genau, okay. Genau. Das ist schon faszinierend, ein kurzer Besuch in Wien genau. Und ein foliertes Fahrzeug, was das für 2 Menschen an Kettenreaktionen ausgelöst genau. Hat und an Erfolg bedeutet hat. Also man, nicht Richtig. Nur, dass du die Weltmeisterschaften gewonnen hast, du hast im Jänner heuer den eigenen Shop eröffnet, du warst viel unterwegs, das heißt, du warst angestellt bei der Firma, wo du begonnen hast, warst viel unterwegs und hast quasi als Freelancer auch vielen ausgeholfen und genau. In vielen und anderen Betrieben mitfoliert. Und bist seit heuer entsprechend mit TM Raps selbstständig in Wien. Okay. Genau. Schau mal, ich hoffe, läuft weiter so. Ja, bisher, also das, wie ich den Dreier kennengelernt habe, habe ich nach seiner Webseite gefragt, hat er gesagt, ja, eine Webseite hat er, aber die stellt er nicht online, um nicht zu viele Aufträge zu bekommen, weil er so ausgebucht ist. Und das ist natürlich verständlich, wenn du bist gut vernetzt und du hast Kunden aus dem Ausland, also nicht nur aus der Stadt nicht Wien, sondern auch Kunden aus dem Ausland. Und das bedingt natürlich, dass du entsprechend gut vernetzt bist. Du bist jetzt in Zukunft auch Juror bei diesen Wettbewerben. Ja. Also bist nicht nur Teilnehmer, sondern es ist deine Expertise entsprechend auch in der Jury. Und ich habe dann die Anfrage bekommen, als Juror zu sein. Okay. Und in meinem Kopf, das ist die nächste Stufe. Natürlich, klar. Klar ist das eine Expertise, die man sich erarbeiten muss, nicht nur im Betrieb erarbeiten muss, sondern auch rausgehen und entsprechend die Welt daran teilhaben lassen, dass man wirklich weltmeisterlich folieren kann. Und dann ist es klarerweise, das verstehe ich absolut, dass das dann der nächste Step ist, muss ich etwas sagen, wirklich in der Jury zu sitzen. In der Jury zu sein, es ist viel schwerer als zum Folieren. Ich habe das nicht geglaubt. Also du musst Entscheidungen machen und du musst alles beobachten. Und du musst auch irgendwie eine Grenze finden, oder ich weiß nicht, ob ich richtig sage, aber zum Anschauen, was ist der Unterschied zwischen einem Folierer und der anderen? Klar. Ja? Weil kann sein, eine macht einen Fehler, welche du diese Fehler kannst du retten. Und eine macht einen Fehler, welche ist fällt nicht so in Auge, aber du kannst das nicht mehr retten. Okay, das heißt, es gibt schon einen gewissen Kriterienkatalog sozusagen, genau. den du abarbeitest und eine Punktestaffel. Nichtsdestotrotz musst du auch
persönlich sozusagen entscheiden aus der Erfahrung heraus, diese einzelnen Fehler gewichtet werden. Genau. Und dass ein Fehler, der natürlich irreparabel ist, einen höheren Punkteabzug bedeutet als einer, den ich vielleicht, auch wenn nicht in der Zeit, aber grundsätzlich noch richten kann. Ja, und was jetzt habe ich, sagen wir so, am Endeffekt gesehen, wo der Unterschied ist, wo kann man Punkte gewinnen und kann man Punkte verlieren. Weil nur jetzt bin ich auf die andere Seite. Du redest mit den anderen Juroren und wir kommen gemeinsam zu einem... Ja, natürlich. Und es sind ja Experten, nicht quer durch die Branchen, aber schon innerhalb der Branche. Also der Ole zum Beispiel ist Großhändler in Dänemark, glaube ich. Dänemark, ja, genau. Also es sind nicht nur Folierer, sondern auch Personen oder Großlieferanten beispielsweise oder Folienhersteller, Personen dieser Folienhersteller und Lieferanten, die dann eine andere Expertise mitbringen oder einen anderen Blickwinkel als der Carwrapper selbst. Also es sind nicht nur Autofolierer in dieser Jury, sondern entsprechend auch Personen, die in der Branche Funktionen haben. Genau. Ja. Und zum Beispiel gibt es Fälle, welche du siehst denn nicht, aber trotzdem du kannst den nicht mehr retten. Ja klar. Zum Beispiel, was zum sind Beispiel das für Fehler, die man nicht sieht? Beim Digitaldruck, ja. Meine ich. Ja. Da gibt es Fälle, wo tust du irgendwo... Eine Buchstabe zum Beispiel. Du hast eine Buchstabe, welche hast du zu viel überdenkt. Ja. Aber die Endeffekt schaut komplett foliert und die Kante sind schön geschnitten. Es wird schon bewertet, wie das Gesamtergebnis dann ist, beziehungsweise man geht vom Gesamtergebnis dann wahrscheinlich ins Detail. Genau, schaut, wie wirkt das Gesamt und dann kann man ins Detail gehen und entsprechend auch Punkte abziehen. Oder zum Beispiel eine komplette Seitenwand schaut perfekt aus, war, sag mal so, perfekt foliert, aber die Positionierung von eigenen Buchstaben, die waren genau in der Griff. Ja. Und das kann man gar nicht mehr machen. Das ist natürlich, wenn eine Person im Digitaldruck drauf ist und der hat genau einen Türgriff im Auge oder ähnliches, das ist natürlich ein satter Punkteabzug, nehme ich an. Ja, obwohl die komplette Folierung könnte perfekt sein. Ja, natürlich, aber der Türgriff im Auge, der kostet einfach Punkte. Okay. Wie erreicht man dich? Auf Facebook, auf Instagram? Also auf Facebook oder Instagram einfach TMRaps und... Also Social Media, soziale Medien, Instagram, Facebook. Unter TMRaps erreicht man dich direkt hier im Shop. Genau. Und telefonisch natürlich, beziehungsweise telefonisch und über die sozialen Adresse und alles steht hier. Per E-Mail. Okay. Per E-Mail. Hast du eine Webseite geplant? Weil du erzählt hast, die ist schon quasi fertig und es fehlt nur noch der Launch dazu? Ja, es ist schon fertig, fehlt nur der Launch, aber ich behalte mich noch ein bisschen... Du zehrst quasi noch von der Weltmeisterschaft heuer und von dem, was daraus resultiert ist. Genau. Sehr schön. Also ich finde, der Dreien ist ein extrem gutes Beispiel dafür, allen jenen, die mit dem Carwrapping beginnen möchten, Mut zu machen. Jemand, der ohne Sprachkenntnisse nach Wien gekommen ist, ohne Deutsch zu sprechen nach Wien gekommen ist, ohne auch nur zu wissen, wie eine Rakel oder wie Folie funktioniert, was es an Materialien gibt, innerhalb von 6 Jahren zum Weltmeister Carwrapper, also zum World Rapmaster 2019 wird, das finde ich schon spektakulär und das sollte allen anderen da draußen richtig Mut machen, sich weiterzubilden, sich zu vernetzen, zu üben und sich mit der Materie zu beschäftigen und auch ganz wichtig herauszufinden, was gibt es für Techniken und sich nicht auf Quellen verlassen, die vielleicht nur Halbwahrheiten verbreiten, sondern wirklich mit den Personen vernetzen oder diese Kanäle konsumieren, die tatsächliches Fachwissen und Fachpersonal entsprechend zur Verfügung stehen. Und noch eine Sache, ich glaube, ich war so schnell, habe ich geschafft zum Lernen, eben wegen die Wettbewerbe. Ja. Weil ich habe mich jedes Mal getroffen mit jemand anders, ich habe es gesehen, wie er arbeitet, wie er macht und für mich war leichter. Punkt, ja. Weil vor 4 Jahren, wenn habe ich angefangen mit den Wettbewerben, das war keine Plattform, von wo kann man lernen, das war kein Video. Das ist passiert nur in den letzten 2 Jahren und kann man sagen, es ist auf einmal sehr... Ja, explodiert natürlich. Also je einfacher und je transparenter Wissen zur Verfügung steht, und das ist in der heutigen Zeit ja fast unmöglich, das irgendwie geheim zu halten, und ganz im Gegenteil, halt gibt so viele Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen, und wie du sagst, also ist die Branche explodiert, es ist das Wissen der einzelnen Folierer und die Qualität entsprechend explodiert in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Ja. Das heißt, Entschuldigung, du hast ja nicht nur an den Rapmasters teilgenommen, sondern du hast davor schon entsprechend Wettbewerberfahrung gesammelt. Genau, meine erste Wettbewerberfahrung war hier in Wien in 2015. Okay. Ich war gezwungen sogar zum Wettbewerb zu gehen
Und ich habe gesagt, ich will das nicht. Und mein alter Chef hat gesagt, oh ja, du gehst, weil du kannst. Okay. Ich bin dort gegangen, plötzlich nach 3 Tagen Wettbewerb habe ich in die Finale gelandet und dann habe ich irgendwie Auge aufgemacht. Aber das heißt, dass du erst 3 Jahre verliert zu diesem Zeitpunkt, oder? Wenn du sagst 2015, 2 Jahre verliert und beim ersten Wettbewerb schon ins Finale gekommen. Ins Finale, ja. Faszinierend, faszinierend. Du hast ja nicht nur Wettbewerbe, du hast nicht nur an Wettbewerben teilgenommen, sondern du hast auch sämtliche Qualifikationen, also Zertifizierungen gemacht, die es so gibt am Markt, also du bist Avery zertifiziert. Bis zu Level 2 zertifizierter Folierer von Avery. Okay, wie viele Level gibt es bei Avery? 2. Okay, naja, dann ist das das höchste Level. Level 2. Ja, okay. Ja. Nach Level 2 kommt Trainer. Ja. Dann 3M Endorsed Installer? 3M Endorsed und Dynoc. Ja, okay. Hexis hat ja auch Zertifizierungen. Hast du an denen auch schon teilgenommen oder ist das der Plan, das zu machen? Der Plan ist jetzt, wir haben ein bisschen gesprochen mit Hexis, dass ich einen Hexpert bekomme, also einen Hexis Trainer, bei denen in die Familie. Ja. Aber ich muss mich noch ein bisschen überlegen. Okay. Ich bin jetzt ehrlich, die Folie, welche ich verklebe, liegt nicht an mich, liegt an die Kunden. Ja, klar. Sobald die Kunde kommt und sagt, ich will die Farbe, und es gibt, die Farbe ist von 3M oder von Avery oder von Oracle, ich sage, okay, passt. Ich erkläre, was die Folie bedeutet von die Hersteller, alles, was die Hersteller sagt, und das war's. Okay. Wenn ein Kunde entscheidet, Was verklebst du technisch am liebsten? Also was ist, wenn man das so sagen kann, was ist dein Hersteller-Favorit oder dein Folien-Favorit? Ich bin nicht dein Hersteller-Favorit. Weil du verklebst sehr schnell. Also man muss wissen, dass anfangs etwas scherzhaft gesagt, aber du machst ein Auto wirklich, wenn es sein muss, in einem Tag. Und da muss natürlich das Material auch mitspielen. Also bei einer Oracle beispielsweise mit einem recht aggressiven Kleber und ein durchaus stärkeres Material wird das wahrscheinlich nicht so effizient funktionieren wie mit einer 1080 oder aber der Unterschied ist nicht groß. Okay. Also wir reden von einem Hersteller zu dem anderen zum Beispiel. Von den meistesten oder die besten Hersteller am Markt. Mhm. Ich sage nicht den Namen. Ja. Vielleicht ist von einem Auto zu dem anderen eine halbe Stunde bis zu einer Stunde Unterschied. Okay, das heißt, für dich macht es wirklich keinen Unterschied, ob du einen Supreme Wrapping Film verklebst mit einem sehr, sehr leichten Kleber, mit einer geringen Anfangshaftung oder ob du eine Oracle verklebst. Nein. Also du sagst, das ist vielleicht ein Unterschied von einer halben Stunde in der Größenordnung. Na, jetzt rede ich einen Unterschied zwischen den zwei großen Folienherstellern. Ja. Aber wenn es, wir reden wegen einer Folie, welche ist ein bisschen aggressiver, ein bisschen techy, dann reden wir maximal 2 Stunden mehr. Okay, na, das ist schon und interessant, auf das ganze Fahrzeug natürlich. Auf das ganze Fahrzeug. Du hast keinen bevorzugten Hersteller. Du sagst das, was der Kunde möchte, für die Farbe, die er sich entscheidet, für das Material, das er sich entscheidet, damit lernst du umzugehen oder kannst du sowieso entsprechend souverän umgehen damit? Wenn man foliert und hat ein bisschen Erfahrung in der Branche, er foliert jede Folie. Also du auch. Egal was für eine Folie kriegst du in Hand, du kannst die Folie kleben. Grundsätzlich ja, natürlich habe ich auch Präferenzen, wo ich sage, das liegt einem besser, aber du hast schon recht, das ist im Grunde genommen, wenn man mit Folie umgehen kann, dann... Man sagt 2, 3 Schimpfwörter, weil funktioniert genauso wie man will, aber kann man folieren. Das stimmt allerdings. Man ärgert sich vielleicht zwischendurch, aber im Grunde genommen ist das Ergebnis immer top. Kannst du, und wir haben viele Mitglieder und Zuschauer auf der Rap Academy, die beginnen mit der Sache, also die wirklich starten möchten oder sich gerade selbstständig machen möchten, hast du einen Tipp dazu? Wie war das bei dir zu Beginn? Was kannst du an Erfahrung mitgeben, auch jetzt mit der Gründung der eigenen Firma? Was kannst du an Starttipps sozusagen mitgeben? Was? Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ein guter Steuerberater. Eine gute Steuerberater. Ich meine, du sagst es mit einem Lächeln, ich sage das immer wieder dazu, dass es eine Sache ist, richtig gut folieren zu können. Der Dreier ist ja großartig im Carwrapping. Ganz ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Geschäftsführung. Also wenn man ein Geschäft eröffnet, dann muss ich schon wissen, wie ich das zu führen habe, wie man Rechnungen schreibt, wie das mit der Steuer ist. Oder man nimmt sich entsprechend eine gute Steuerberaterin, in deinem Fall, die einem das abnimmt und man konzentriert sich aufs Folieren. Vor dem Firma offen. Ich habe mich... ich glaube, die waren ca. 20 Punkte, bevor habe ich die Firma aufgemacht. Ja. Dann habe ich alle in Ordnung gemacht, dann habe ich noch 20 gelegt. Was muss ich machen? Was ist mein Ziel? Was will ich machen? Weil zum Beispiel, ich habe mich Ziele gemacht, dass ich will in die Karre bleiben.
Karre-Bereich, ja. Also dass ich foliere Kfz. Ja. Nicht, dass ich gehe in die Schilde zu machen oder viele Beschriftungen. Okay. Ich wollte unbedingt nur in, sagen wir so, ein Teil von der Mark zum Treffen schaffen. Also nur die Kfz zum Folieren, entweder der Steinschlagschutz oder Karre oder Color Change. Genau. Okay. Das heißt, du hast quasi einen Businessplan gemacht und hast gesagt, okay, in die Branche, in dem Bereich möchte ich, in diese Nische, und das ist das, worauf ich meine Energie konzentriere. Genau. Wenn du von einem Ziel sprichst, war das auch irgendwo ein Ziel, wie viel Umsatz du machen möchtest oder wie viele Fahrzeuge in der Woche oder im Monat du machen möchtest, oder geht es wirklich um die Planung, dass man sich überlegen sollte, was will ich, wie soll das Konzept ausschauen und welche Leistung will ich überhaupt in welcher Form anbieten? Am Anfang, ich glaube, die Geld kommt nicht ins Spiel. Also die in meinem Fall. Mhm. Zum Beispiel, ich habe nicht gesagt, okay, ich will so viel Geld machen, ich will drüber nach reich sein. Ja. Das geht nicht. Ja. Zumindest in unserer Branche. Ja. Lassen wir das einmal so stehen, je nachdem, was ich erreichen jetzt möchte. Jetzt muss man ein bisschen Pause. Frage. Hast du einen Tipp? Ja, dann müssen wir aber. Na, das wollte ich nicht. Ich habe mich nur, sag mal so, ein bisschen ein Ziel gemacht, habe ich gesagt, ich muss so viel verdienen, ja. So das kann ich leben. Das gehört dann entsprechend genau zu dieser Planung, die du angesprochen hast. Genau. Was wäre Tipp Nummer 3, wenn du sagst, wir haben die Steuerberaterin, die ganz wichtig ist, finde ich einen sehr sympathischen Tipp, absolut, und dass vom Weltmeisterfolierer kein technischer Tipp kommt, sondern einer zum Steuerberater, finde ich ganz besonders. Nummer 2 war die Planung, also dass wirklich davor, bevor das Geschäft eröffnet wird, das wirklich gut durchgeplant möchte, was möchte ich erreichen, finanziell und auch technisch. Und was wäre Nummer 3? Ich glaube, Daniel gibt uns den Tipp Nummer 3. Den Tipp Nummer 3? Ja, reich drüber nachzuwerden. Reich über Nacht zu werden. Also über Nacht einmal grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht funktioniert. Ich sage grundsätzlich schon, dass man sich auch monetäre Ziele setzen sollte, so wie du das gemacht hast, also nicht nur die Basis durchkalkulieren, sondern dass es schon auch wertvoll und wichtig ist, für sich selbst zu entscheiden, okay, was möchte ich für mich und was möchte ich, dass mir unterm Strich übrig bleibt. Ob das jetzt die Millionen sind oder mit welcher Größenordnung man auch immer auskommt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Das ist nicht für jeden und für dich offensichtlich auch nicht das Geld das Entscheidende, um sich selbstständig zu machen. Es ist viel mehr Freiheit, es ist Freude an der Sache. Das kann so viele unterschiedliche Beweggründe haben, sich selbstständig zu machen. Und da kommt aber deine Planung ins Spiel, und das würde ich dann als ergänzenden Tipp bzw. deinen Tipp nochmal hervorheben, dass die Planung ganz wichtig ist, was möchte ich erreichen, und das aber für sich persönlich. Und noch ein Tipp jetzt ist mir gekommen, Tipp Nummer 3. Sobald wollt ihr selbstständig sein und bist schon selbstständig, wenn etwas läuft schief, sperrst du und geh nach Hause. Ja. Weil kann nur schlechter werden. Ja, okay. Ja. Bis jetzt, sage ich dich ehrlich, ist mir schon dreimal passiert. Ja. Also wenn dreimal passiert, es passiert erste Fälle, es passiert zweite Fälle, beim dritten Fälle habe ich zugesperrt, ich bin zu Hause gegangen, ich habe mich entspannt. Aus der Situation herausnehmen, nochmal drüber nachdenken. Und in der nächsten Tag bin ich ein bisschen früher gekommen. Gut, wenn es ein bisschen früher ist beim Dreiern, weiß nicht, ob ich das als Tipp empfehlen würde. Wann hast du heute begonnen? 5 in der Früh? Oder? 5 Uhr in der Früh. Alles klar, also wer richtig Gas geben möchte und noch früher anfangen möchte und das so macht wie der Dreier, der muss schon richtig früh aufstehen. Aber wenn jemand macht sich selbstständig und will, dass alles gut läuft, es würde sehen, er fängt an um 5. Mhm. Weil schaff mal zum Arbeiten zwischen 5 und 9 Uhr. Ja. Wenn Handy fängt an zu leuchten. Das schafft man nicht für die restliche Tag. Aber das würde ich noch als Tipp Nummer 4 nehmen, dass es wirklich so ist, sich Zeit frei zu schaufeln, die man wirklich auf den technischen Bereich konzentrieren kann. Genau. Es kommen irgendwann E-Mails rein, es läutet das Telefon und. Es kommen Kundschaften beim Shop herein und man wird einfach abgelenkt und entsprechend doppelt so langsam, als wenn ich mich wirklich auf diese Sache konzentriere. Und sobald man selbstständig ist, muss man auch rechnen, wir sind Mitarbeiter, wir sind Putzfrau, weil ab 17 Uhr, wenn Spemmershop zu, dann muss man auch reinigen. Mhm. Also, das ist gut zu wissen, dass du das machst. Ja, also sie sind... Wer da Anfragen hat an den Dreiern, bitte, um den Shop sauber zu machen, direkt E-Mail-Adresse. Die gleiche E-Mail-Adresse. Ja, wunderbar. Und muss man denken, du musst auch verkaufen, du musst auch verkleiden, du musst Kunde besichtigen, du musst mit Kunde
besprechen haben, mhm, und was sage ich, am Ende des Tages muss Busfrau sein. Ja, natürlich, und das Auto fertig foliert haben. Genau. Also genau. Ihr seht schon tausend Dinge und wir wollen das Video jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen, aber ich bin jetzt noch die nächsten Tage beim Dreiern und wir werden noch einige interessante Videos machen und diese Themen vielleicht nochmal zusätzlich aufgreifen, weil das ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, wie der Start mit der erfolgreichen Selbstständigkeit beziehungsweise wie man im Carwrapping entsprechend über das Technische hinaus noch Erfolg haben kann beziehungsweise Erfolg haben wird, wenn man gewisse Dinge beachtet. Dreiern, vorerst einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bitte gerne. Und wir werden die nächsten Tage noch verbringen. Wir werden dem Dreiern wie immer und wie bei allen anderen unseren Special-Gästen über die Schulter schauen und werden ihm wirklich genau auf die Finger schauen, wie der Weltmeister vorher. Und wir machen auch ein bisschen ein kleines Video mit der Putzfrau. Mit der Putzfrau, genau. Wir werden uns anschauen, welche speziellen Tricks der Dreiern hat, um den Boden sauber zu halten. Fein. Dreier, nochmal vielen Dank und ich freue mich schon auf die Zeit bei dir. Euch viel Vergnügen mit den Videos und mit allen Videos, die kommen und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Keep on rapping. Ciao.